Liebknechts Ausstrahlung übertrifft die ihrer Partei. Deshalb übersteht sie auch Anfeindungen aus den eigenen Reihen. Sie lässt sich nicht auf Linie bringen. Galt auch in der DDR schon als nicht kollektivfähig, bekam keinen Studienplatz. In Jena geboren, wuchs sie in Göschwitz bei den Großeltern auf, weil sie es in keiner Berliner Kita aushielt. Ihres fremdländischen Aussehens wegen wurde sie gehänselt, machte Terror, wie sie sagt. Erst als Schülerin kehrte sie zur Mutter zurück. Hochbegabt, doch verkannt, igelte sie sich ein in der Welt der Philosophie, las Hegel mit 16. Verstand nicht viel, aber blieb dran, hartnäckig und widerborstig. Eigenen Erfahrungen zum Trotz trat sie noch 1989 der SED bei, verteidigte Mauer und DDR, galt als Imitat ihres Idols Rosa Luxemburg und steht bis heute zu ihren Widersprüchen. Es war, finde ich, im Nachhinein immer noch verständlicher, aber trotzdem absurde Trotzreaktion, nachdem die DDR tot war, sie also über den grünen Klee zu loben. Das war absurd, also es entsprach ja nicht dem, was ich selber erlebt hatte. Ich hatte aber damals das Gefühl, ich will einfach nicht Teil dieses Opportunistenkartells sein, die jetzt alle, obwohl sie vorher dafür waren, dagegen waren. Und alleine schon, um mich von denen abzusetzen, wollte ich was anderes oder habe ich was anderes gesagt. Aber natürlich inhaltlich war es natürlich völliger Unsinn. Widersprüchlich auch ihre Persönlichkeit. Höflich, doch oft ein wenig unnahbar. Von vornehmer Weltfremdheit, manchmal wie hinter Glas. Durchsetzungsstark und scheu zugleich. Seit sie vor fast 20 Jahren erstmals, noch erfolglos, für den Bundestag kandidierte, berät sie der Psychologe Thomas Stettler. Es gibt nicht viele, die sie besser kennen. Sie ist ein sehr, banal gesagt, ein sehr lieber Mensch. Sie hat zwei wirkliche Stimmen. Wenn ich sie im Fernsehen sehe, hat sie diese bestimmte, auch etwas tiefere Stimme. Wenn sie bei mir anruft, dann ist es ein mädchenhaftes Hallo, ich bin's. Sarah Wagenknecht ist nicht zu verstehen ohne drei Männer. Der Ehemann, Oskar Lafontaine, einst SPD-Vorsitzender, dann Gründer der Partei der Linken. Weltoffener habe er sie gemacht, ist zu hören. Politisch hat sie von ihm gelernt, wie man sich gegen die eigene Partei stellen und trotzdem gewinnen kann. Für mich selber, glaube ich, kann man schon sagen, dass das, auch bevor wir uns kannten, ein Wesensmerkmal von mir ist, dass ich für das stehe, wovon ich überzeugt bin. Sie ist zur Saarländerin geworden. Auf den Wegen ihrer neuen Heimat kommt sie zu sich. Oft schweifen die Gedanken zurück zum Vater, der verschwand, als sie 3 Jahre alt war. Der Iraner studierte in West-Berlin. Von einer Reise nach Hause kehrte er nicht mehr zurück. Ihr Eigensinn könnte ein Erbe des Vaters sein. Nicht nur der. Also sicherlich ein gewisser Ehrgeiz, der mir jetzt nicht ganz fremd ist, da meine Mutter den nicht hat, könnte er aus der Quelle stammen, aber das weiß man natürlich nicht. Goethe heißt der dritte Mann. Es ist eine romantische Geschichte. Schon als Schülerin jobbte sie im Weimarer Goethehaus als Führerin, verschlang seine Literatur. Mit Goethe fing alles an. Ich bin überhaupt mit Goethe erst ein politisch interessierter Mensch geworden. Von Goethe führte sie der Weg zu Marx, sagt sie. Habe doch der Dichterfürst vor der Kommerzialisierung von allem gewarnt. Schreiben und Denken hat sie immer schon für wertvoller gehalten als die Politik, für langlebiger. Und die Titel ihrer Bücher sind ihr wichtiger als die Titel ihrer politischen Ämter. Aber je größer der Anteil der Zeit wird, die man nur noch damit verbringt, dass man interne Angriffe abwehrt, dass man interne Debatten führt, dass man sich damit beschäftigt, wo andere wieder eine Intrige gegen einen gestartet haben, das wieder irgendwie das Feuer zu löschen. Je größer das wird, desto schwieriger wird es, wirklich noch gute Politik zu machen. Und irgendwann würde ich das dann auch nicht mehr machen. Eine unverwechselbare Marke, diese Sarah Wagenknecht. Ein Medientalent, aber auch eine Stilikone. Aufnahmen mit dem Fotografen Thomas Rusch, orientiert an Frida Kahlo, der berühmten mexikanischen Malerin und Freundin Trotzkis. Eine Frau mit intellektuellem Sexappeal, das finden auch die, die sie bestimmt nicht wählen.